Oh, vergiftet. Natürlich. Da. Wo ist Joko hin? Sie muss aufgewacht sein. Suchen wir sie. Da. Ganz bestimmt. Hinter dieser Tür muss eine Yu-Pagode sein. Ich habe dasselbe Gefühl wie im Varetia-Vulkan und im Lorhin-Schrein. Sehr wahrscheinlich, dass Joko dorthin gegangen ist. So, warte, du solltest gehen. Ich allein? Wieso wollt ihr nicht mitkommen? Was Joko betrifft, findest du sicher die passenderen Worte. Wenn ihr meint. Ja, tun wir so, Rata. Keine Bange. Wir warten, bis ihr zurück seid. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Joko. Alles okay, Joko? Einen Moment noch, Sorata. Keller Tarishi. So, das sollte es gewesen sein. Joko, ich... Es tut mir leid. Wofür entschuldigst du dich denn, Dummerchen? Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann wohl ich. Ich habe mich von diesem Zalef und seinen Lügen beeinflussen lassen. Zum Glück wart ihr da, um Schlimmeres zu verhindern. Wir denken jetzt die Geschichte. Wir kennen jetzt die Geschichte der Katura. Sie waren nicht böse, nur. Ich weiß, ich habe mir die Aufnahmen schon angesehen. Angesehen gehabt. Doch Talef verhinderte, dass ich genauer darüber nachdenken konnte. Ich bin so glücklich. All diese Geschichten und Geschichten über meine Vorfahren waren so falsch. Sie waren genauso, wie es mir immer beigebracht wurde. Doch am glücklichsten bin ich. Weil ich nun weiß, dass du alles tun würdest, um mich zu retten, Sorata. Weißt du, Joko? Ja, was ist denn, Sorata? Nun, also, ich muss dir etwas gestehen. Ich weiß, Sorata. Aber wir sollten das später klären, in einem ruhigen Moment, okay? Oh ja, okay. Na, die anderen warten sicher schon. Stimmt. Armer Sorata, das war ja fast wie ein Korb. Wartet. Wer spricht dort? Wer bist du? Wo sind wir hier? Ist das wieder eine Falle? Keineswegs. Dies ist eine Vision von mir geschaffen, um mit euch zu sprechen zu können. Wer bist du? Nun antworte. Ich bin Zion. Was? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Was ist denn los? Wer ist dieser Zion? Er ist der Ursprung alles Lebens, der Schöpfer von Zea und Zartemia. Was? Der Schöpfer höchstpersönlich? In der Tat, das bin ich. Ich erschuf die Elemente und die Götter schufen den Kosmos nach meinen Vorstellungen. Aber was führt euch hierher? Ich muss mit euch reden. Da auf euren Schultern das Schicksal der Welt zu ruhen scheint. Eure Tapferkeit ist zu verdanken, dass die Gottdämonen besiegt wurden. Doch weiterhin lastet ein finsterer Schatten auf Zea, wie zur Zeit mit Charons. Die Hexe, der dunkle Fürst, der Eiserne und der Schattenmeister versuchen immer noch, diese Welt zu unterjochen. Ihr müsst ihre Pläne durchkreuzen. Soll das ein Befehl sein? Keineswegs. Ihr würdet ohnehin gegen die einschreiten, nicht? Wisst ihr, wo sie sich aufhalten und was sie vorhaben? Leider nein. Wie gesagt, ein finsterer Schatten lastet auf Zea. Irgendjemand scheint hinter all dem zu stecken, doch selbst ich kann nicht erkennen, wer. Ihr werdet die Spur des Schattens verfolgen müssen, um das Gleichgewicht wiederherstellen zu können. Ich denke, wir schaffen das. Gut. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Sorata. Doch sagt ihr beiden, gibt es etwas, das ihr mich fragen wollt? Vielleicht kann ich eure Seelen erleichtern. Sagt, großer Schöpfer, stimmt es wirklich, was die Katsura als Auszeichnung uns hinterlassen haben, dass die Opfer ihres eigenen Stolzes waren? In der Tat, sie hatten sich überschätzt und die Monster unterschätzt. Jedoch mache ich ihnen keine Vorwürfe. Alles ist ein Lauf der Dinge, nahezu unaufhaltsam. Da bleibt keine Zeit der Vergangenheit nachzuhängen. Eure Zukunft, meine Kinder, ist stets ungeschrieben. Großer Schöpfer, könnt ihr mir noch mein Schicksal verraten? Nein. Dann würde ich zu sehr in die Geschehnisse eingreifen. Jedoch kann ich dir sagen, dass dein Schicksal sehr eng mit dem von Sorata verbunden ist. Das dachte ich mir schon fast. Hab Dank, großer Schöpfer. Und Sorata, was liegt dir auf dem Herzen?
Nun, es gibt zwei Prophezeiungen über mich. In einer bin ich der Retter Zeals, in der anderen der Unglücksstern. Was sich bei den Gottdämonen bewahrheitete. Was davon trifft nun zu? Nun, Sorata, Prophezeiungen sind Möglichkeiten deines Schicksals, die du einschlagen kannst. Es liegt stets bei dir. Was ist mit dem Licht Zeons? Existiert es? Kann es mich wirklich zu einem Menschen machen? Das Licht Zeons liegt in dir, Sorata. Ebenso der Weg dorthin. Ich muss nun leider wieder entschwinden. Meine Kraft für diese Kontaktaufnahme ist leider fast völlig aufgebraucht. Ich vertraue euch. Wow, der Schöpfer persönlich. Was war das? War das wirklich real, Yoko? Natürlich. Auch wenn wir ihm meist nicht in den gebührenden Respekt entgegenbringen. Zion wacht stets über uns. Jedoch muss gewaltig etwas faul sein, wenn er direkt zu uns Kontakt aufnimmt. Gehen wir zu den anderen und erzählen davon. Gute Idee. Ja! Verbessert, macht der Kadura und schwarze Hand. Ui, da sind wir wieder. Und Sorata, hat alles geklappt? Ja, ich habe die Yupagure versiegelt. Außerdem haben wir eine sehr interessante Begegnung. Was meint ihr? Nun, es war so. Flashback. Nein, doch nicht. Kurze Erklärungs-Offscreen-Pause. Ich verstehe. Also weiß nicht einmal Zeon mit Sicherheit, wo sich die vier befinden. Und was machen wir nun? Wir können ja schlecht jeden Stein in Seal umdrehen, um an diese Schurken heranzukommen. Yoko hat ihnen gar nichts gesagt, was Zeon uns geantwortet hat. Ebenso wenig, dass er meinte, es würde jemand hinter diesen Ereignissen stehen. Wahrscheinlich ist sie sich selbst noch gar nicht so sicher damit, was genau er damit meinte. Nun, ich würde vorschlagen, wir statten der Bibliothek in Rolands erneut einen Besuch ab. Oder kommen wir wieder nicht rein, oder was? Aber Sorata, dort haben wir doch schon alles durchforstet. Ja, doch haben wir uns bei dem letzten Mal zu sehr auf die Katsura und das Licht hier uns konzentriert. Wir sollten vielleicht mehr über Charon und den Götterkrieg in Erfahrung bringen. Es ist zwar nur ein Gefühl, aber vielleicht finden wir so heraus, was unsere Gegner vorhaben. Ja, das wollte ich auch sagen. Wir verstehen uns besser als vorher. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ist unser nächstes Ziel Rolands, was? Exakt. Gehen wir. Ich sage immer exakt oder so. Exakt. Vielleicht schaffen wir es so, endlich wieder Ruhe in Ziel einkehren zu lassen. Deine Aufgabe, ja, wurde Quest erfüllt, qua bla. Wie es scheint, hat Sorata die Gottdämonen allesamt bezwungen. Ausgezeichnet. Wo will aber Darken? Was gibt es? Die Vorbereitungen für unsere Operation sind abgeschlossen. Sehr schön. Dann beginnen wir damit in Kürze. Ich hoffe, es steht zu eurem Wort. Ihr steht zu eurem Wort, Oberbefehlshaber. Keine Sorge, du bekommst, was dir zusteht. Nachdem ich alles in meinen Händen halte. Okay. Watze. Wir können eine blaue Truhe öffnen. Ein Katsura-Stein. Damit bist du in der Lage, auch die überall in Zeon verstreuten blauen Truhen zu öffnen. Endlich! Hallo? Geht doch. Yeah. Speichern. So, und damit stoppe ich hier. Und bis zum nächsten Mal.